Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Diesmal habe ich nicht zwei gesagt. Ich bin sehr stolz auf mich. Und ich weiß, ich war in den letzten Tagen ein bisschen faul, wobei faul kann man nicht sagen. Ich war einfach nur schrecklich müde, ziemlich K.O. Ich glaube, das liegt einfach nur am Wetter. Und heute werden wir auf jeden Fall nach oben stolzieren und dieses Zeichen mit uns nehmen, wenn Alter, hier sag ich schon, Ezio da lang gehen würde. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Wir müssen noch ein Stück höher, damit wir runterfallen können. Und dafür gehen wir hier mal hin. Dann können wir uns heute auf ein kleines Rätsel freuen, wo ich höchstwahrscheinlich verkacken werde. Wie soll ich denn? Okay. Hab's geschafft. Ich hoffe, es ist nicht allzu schwer. Zur Not habe ich an meiner Seite mein Handy. Schauen wir mal. Cluster 4. Bin ich mal gespannt, auf was wir hier stoßen werden. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel Laden. Professor Layton gespielt. Das heißt, mein Kopf ist in Topform. Diese intelligenten Arbeiter haben keine Selbstkontrolle. Und dabei handelt es sich um Maschinen. Nein, du doch nicht. So, du bist keine Maschine? Ja, es sind Maschinen. Es müssen Maschinen sein. Ist das eine Maschine? Ich weiß es nicht. Das ist keine Maschine. Ist das eine Maschine? Ist das ein richtiger Roboter? Da sehen wir, er hat eine Fernbedienung in der Hand, das heißt, er kontrolliert sie. Das heißt, das sind intelligente Wesen, Arbeiter ohne Kontrolle. Das sind also Maschinen, die man bedient. Eine Ampel bedient sich ja von alleine, ne? Das bedient sich auch von alleine und das auch. Gut, es war ein Versuch wert. Also, ich denke mal, der hier und der hier ist es auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ist auch kein Text dahinter, ne? Das ist ein Arbeitslager? Ich glaube, das ist ein Arbeitslager. Das hier ist auch etwas, das ferngesteuert wird. Was ist aber das? Ich weiß nicht, was das ist. Das sind Nähmaschinen. Diese intelligenten Arbeiter haben keine Selbstkontrolle. Boah. Ja, die Ampel wird ja eigentlich automatisch geregelt, ne? Eigentlich. Gut, war ein Versuch wert. Wir haben nur zwei moderne Bilder. Ah, gibt's auch kaum Hinweise. Also, wir haben hier das Arbeitslager. Der eine Typ hat eine Waffe und die anderen arbeiten, glaube ich, an einem Fließband, oder? Die werden kontrolliert. Die werden ja kontrolliert, ne? Das ist ja auch Fließbandarbeit, ne? Und das hier ist auch, glaube ich, Fließbandarbeit. Wenn wir jetzt die beiden noch dazu nehmen. Du bist ja kein richtiger Roboter. Du bist ja irgendwie so eine billige Statue, oder? Wer würde da wenigstens einen Satz stehen? Jetzt habe ich alles zurückgesetzt, ne? Freunde, das ist echt. Also ich habe echt keine Anzeichen dafür. Ach. Hat was mit Maschinen zu tun. Also, wie schon gedacht, der hier. Und das ist eine fucking Maschine, Freunde. Wer soll denn sowas wissen? Und das ist ja wohl keine Maschine. Das sieht aus, als wäre das irgendwie aus dem 50. Jahrhundert. Eine Bronzestatue. Ich meine, ich bin doch nicht allwissend. Laden. Scannen. 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 Äpfel, Organen, Birnen, Gurken, Rettiche, Karotten, Spinat, Datteln.
Holz, Wacholder, Stahl, Aluminium, Wasser, Regenhütte, Ortschaft, Dorf, Stadt, Land, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, gehen, singen, tanzen, spielen, essen, lächeln, weinen, lachen, töten, sehen, wissen, Tod, Reue, Liebe. Ja. Das ist doch eher was für mich. So. Das kriege ich doch hin. Hey, nein, das Bild war doch gut. Verdammt. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. So, erstmal drehen wir das Ganze so zurecht, dass es passt, ne? Und dann fummeln wir ein bisschen hin und her, bis alles perfekt aufeinander passt. Das ist kein Problem, das können wir gleich zurückdrehen. Da sehe ich jetzt natürlich die Schwierigkeit bei. Hallo? Irgendwie passt es nicht. Es passt nicht. Es passt einfach nicht, hä? Wieso passt das? Ach, jetzt passt es. Okay, alles gut. Easy. Das ist der Edensplitter. Es ist möglich, eine einzelne Maschine zu erfinden, mit der alle berechenbaren Berechnungen durchgeführt werden können. Ich habe kein Interesse, ein Superhirn zu entwickeln. Ein mittelmäßiges Gehirn ist alles, was ich will. Laden. Oh, das Schachspiel. Alan Turing wollte die Misere der Arbeiter beenden. Meinst du die Königin? Alan Turing. Turing! Ein Turm. Das ist doch der hier. Oder meint der den hier? Das ist doch nicht der Turm. Okay. Wollte die Misere der Arbeiter beenden. Alan Turing wollte die Misere der Arbeiter beenden. M gleich Q, R, B. R gleich 2, 3. Also das hier ist doch der Turm. Aber den kann ich doch nicht bewegen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist den hier bewegen. Ups, das war zu weit. Das ist nur so ein Try and Error. Alan Turing. Ups, das. Ich verklick mich hier die ganze Zeit. Okay. M ist gleich Q, R, B. Irgendwelche Zeichen? Q, 0, F, wobei R gleich 2, 3. Moment. Moment. Ich habe G. Aber ich kann nur dahin gehen ansonsten. Das war natürlich nicht zufällig, das war geplant. Abstergo. Okay, ich vermute mal, wir sollen die gleichen Wellenlänge finden. Das ist ja die hier. Ah, ich verstehe. Wir müssen es kombinieren. So, sehr schön. V, hier ist N. Turing muss heute erledigt werden. Wäre das nicht vorschnell? Sie ließen ihn bereits verhaften und sedieren. Er lehnt die Direktive immer noch ab. Er hat tatsächlich vor, eines dieser infernalen Geräte zu erfinden.
statt es nur für die Presse vorzutäuschen. Wenn er es schafft, Sie wissen, was die Massenarbeitslosigkeit durch seine Roboter bedeutet. Untätige Hände. Es ist zum Wohl der Menschheit. Was ist mit Kainz? Er vertraut Turing. Wir sprechen hier vom Gemeinwohl, V. Und ein kinderloser Arbeiter ist kein gutes Vorbild. Sie dürfen nicht alle aufhören, sich fortzupflanzen. Gut, es ist Ihre Entscheidung. Es muss so geschehen wie bei Harry Dexter White, als er die Sowjets warnen wollte. Okay. Seien Sie erfinderisch. Vielleicht was aus der Bibel. Turing hat einen Sinn fürs Theatralische. Laden. Quarantänezone. Okay, was suchen wir jetzt? Ah, jetzt muss hier irgendwo ein zweiter sein, ne? Meine Zeit läuft ab. Wollt ihr mich ja nicht verarschen? Hier muss es irgendwo blinken. Hä? Okay, gehen wir es ganz langsam an. Wir gehen hier mal durch. So bin ich. Hä? Hä? Oder ist der immer woanders? Hab ich nicht. Quarantäne aufgehoben. Hab ich gekriegt. Alles gut, alles gut. Oh Mann. Der. Nein, nein. Ich will nicht. Ich habe auf Wiederholen gedrückt. Ich bin so ein Depp. Sorry, wir müssen das Ganze mal kurz ertragen. Cluster 1. Ja, schön. Ich will beenden. Dankeschön. Okay. Der. Das Wunder. Gut, das hätte ich selbst erahnen können. Okay, wir sind durch. Was mache ich denn hier oben? Nice. Gut, dann werden wir jetzt erstmal zum Versteck von Romulus gehen. Weil mir danach ist. Ach, hier komme ich runter. Und dann begeben wir uns von da aus direkt zum Hauptauftrag. Das heißt, morgen werden wir den höchstwahrscheinlich machen. Aber erstmal legen wir uns erstmal mit den Romulus an. Es ist nicht immer dasselbe. Manchmal ist es halt quasi die Ruinen von Romulus erkunden. Manchmal ist es einfach nur ein Speedrun. Und so eine Geschichte. Und bei mir ist der Sound ein bisschen laut. Un momento. Wo willst du hin? Ich wüsste, ich erschieß dich. Okay, du wolltest es nicht anders. Ich erschieß dich. Und ich bewerf dich. Alter. Ja, Schlampe, ich hab dich getroffen. Dankeschön. Hasenfoto, jetzt kann ich meinen Sound leiser drehen. Ich habe nur auf der Karte gesehen, währenddessen ich meinen Sound leise gedreht habe. Ah, so. Wunderschön. Erstmal Leute umschubsen. Das ist mein Hobby. Und Pferde klauen. Runter mit dir. Bitte, lass mich das Ach verdammt, den wollte ich gerade umbringen. Schade, das wäre eine gute Einleitung gewesen nach dem Schnitt. Ich habe mich jetzt mal hierher begeben. Zu einer Pyramide. Pyramide. Kestia. Na gut, wenn die meinen, wir gehen hier rein. Dann schauen wir mal, was auf uns was uns erwartet. Rammen Sie einen Borgia-Kurier, um ihn sein Geld zu stehlen. Ich töte sie einfach. Nee, Moment, das war ein Dieb. Aber die töte ich auch.
Oh, meine neue Freundin. Mann, ist die sexy. Aber sie bräuchte mal die Diät. So, Wölfe unter den Toten. Den Bau der Anhänger finden. Die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Okay, laufen wir. Schaffe ich sowieso nicht. YOLO. Aber man kann es ja mal versuchen. Ihr wisst, ich nehme Herausforderungen immer an. Und eventuell schaffen wir es ja. Ein bisschen Glück. Kann ich ja privat immer noch hier umschauen. Falls ich irgendwas vermisse. So, ich kann mich aber längst nicht daran erinnern, wo es überhaupt lang geht. Ich habe das alles schon dutzende Male gemacht. Ich habe das Spiel schon mal auf 100% durchgespielt. Das heißt, ja, alle optionalen Quests habe ich miterfüllt. Deswegen habe ich sehr viele Quests sehr oft gemacht. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ein Grund mehr, dieses Spiel zu spielen. Okay, das war schon mal kacke. Moment. The fuck? Voll verarscht. Oder laufe ich jetzt zurück? Nee. War das der Irrgarten? Ah, das war der Irrgarten. Nein! Ah, das war das Ding mit dem Irrgarten. Ach, ist das gemein. Weißt du, so eine fiesen Entwickler. Muss man natürlich auf Anhieb den richtigen Weg finden. Ich glaube, da war irgendwas tricky dabei. Irgendwas war tricky bei diesem Rätsel. Ich weiß aber nicht mehr was. An irgendwas bin ich hier, glaube ich, öfters mal gescheitert. Zeitmäßig. Genau, irgendwo ging es links entlang. Also da oben. Ja gut, da kommen wir jetzt schlecht wieder hin. An einer Stelle muss ich einfach aufpassen, wo ich bin. Das Versteck der Romulus aufspüren. Ja, das haben wir fast. Ah. Das wird's gewesen sein. Was mich die ganze Zeit behindert hat. So, springen wir. Kurz darüber. Leck mich, Ezio. Leck mich einfach nur. Es ist doch nicht dein Ernst. Ich will nach rechts springen. Und er springt runter. Müssen kurz mal gucken. Nein, ich will die Quest sehen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, also es ist noch nicht verloren. Man kann sich immer bei solchen Zeitquests einige Fehler erlauben. Zwar nicht alles, aber man kann sich einige Fehler erlauben. So. Und ich wollte hier unbedingt Zeit sparen, indem ich rüberspringe, aber lassen wir es, bevor ich nochmal runterfalle. Ich glaube, am besten hier mal nach links lang. Da denkt ja keiner dran, ne? Ha! Da muss ich hinterher. Gut, in die Richtung. Ich hoffe, ich habe auf Anhieb den Weg gefunden. Das wäre echt schön. Ich glaube, das sieht gut aus. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, ich dachte schon, das wäre eine Sackgasse gewesen. Fast wäre ich zurückgelaufen. Holy shit. So. Dann drehen wir uns mal um. Da ist nichts. Okay. Versuchen wir uns weiter zu beeilen. Kann wohl nicht so schwer sein, 5 Minuten das Ding da hinzukriegen. Ja gut, jetzt haben wir wahrscheinlich noch 3. Bei First Try ist das sowieso sehr schwer. Oh Gott, ich habe das Gefühl, hier sind wir falsch. Wenn man da wieder hochklettern kann. Oh. Schauen wir mal. Wie kommen wir jetzt vorwärts? Sollen wir ernsthaft runterspringen?
Ja, ich weiß, du wirfst deine Fackel runter, das machst du jedes Mal. Spring doch einfach. Ist doch egal, was da unten ist. Oh Gott. Ich soll darüber, ne? Jetzt sagen wir, wie lange habe ich noch Zeit? 3 Minuten 44. Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Machbar klingt das auf jeden Fall. Und der nächste Irrgarten. Ja, komm. Geradeaus laufen ist nie eine gute Idee. Nicht in einem Irrgarten. Jeder denkt daran, dass man geradeaus läuft. Was man aber nicht tun sollte in einem Irrgarten. Ich höre hier überall Schätze, das tut weh. Kann ich hier abkürzen? Ja. Yeah. Aha! Ich hab euch gelinkt, Spieleentwickler. So, hoffen wir jetzt mal das Beste. Bin gerade ausgelaufen, ne? Dies könnte böse enden. Ich bin gut. So. Da oben ist zwar eine Flagge, aber die können wir ignorieren. Ja, oh, die klauen Steine. Ich suche die, die den Romulus-Kult anführen. Tolle Wurst. Okay. Jetzt aber Beeilung, Alter. Sehr viel Zeit bleibt uns auf jeden Fall nicht. Ich muss herausfinden, wo ich hin muss. Entweder hier gegenüber oder nach links springen. Nach links. Ich muss hier voll Rätsel raten. So, hopp. Dann auf die Ecke. Und nicht daneben springen, bitte. Dankeschön. Was zum? Hä? Wieso springst du nicht einfach in die Richtung? Was soll denn das? Ja, du kommst wieder hoch, wir haben es alle verstanden. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. So. Ich sehe schon. Dann klettern wir hier mal rauf, ne? Ach komm. Ein bisschen schneller, bitte. Wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute. Oh Gott, das ist... Aber wir müssten noch ziemlich am Ende sein. Ich hoffe, der Sprung funktioniert. Ja. Das war einfach nur geraten. Das sah verdammt weit weg aus, aber ich dachte mir, no risk, no fun. Ich hoffe, hier muss niemanden jagen oder so. Scheiße, einfach noch ein Irrgarten. Ich bin gerade ausgelaufen, ne? Fuck. Einfach dahin laufen, wo es nicht üblich ist, dass man in einem Irrgarten hinlaufen sollte. Und dann findet man den Weg. Zu einer Truhe. Shit. Und dann sagt, ah, fuck. Das kann doch nicht sein. Wieso sind hier überall so viele Schätze verteilt? Okay, ich habe mich schon verlaufen. Wo bin ich? Ich laufe gerade zurück. Das wäre eine bittere Aktion. Und dann springe ich am besten noch runter. Ach du Okay, kann ich vergessen. Ich erinnere mich, Freunde, ich erinnere mich, hier dran bin ich gescheitert. Weil es ein verdammt langer Weg nach oben ist. Was lachst du so? Du bist gleich tot. Höre uns, oh Romulus! Was soll mit
mit diesem Eindringling geschehen? Hört nicht hin! Die Borgia sprechen durch ihn! Kein Gott! Ja, ich bin tot. Man sieht es, ne? Ich kann mich kaum noch bewegen, so tot bin ich. Na gut, das Rennen können wir wohl vergessen. Ist ja kein Wunder, du bist auch ein Idiot. Au! Hä? Wir sehen ihn doch an, Ezio. Ja, ich weiß. Da muss man, glaube ich, alles perfekt machen in diesem scheiß Irrgarten. Auf jeden Fall nicht nach unten. Glückwunsch. Du bist ein Arsch, ganz ehrlich. Jetzt bin ich runtergefallen wegen dir. Mann. Jo, jo, jo. Aber wir sind fast da. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Ich könnte hier rüber. Und von hier aus da hoch. Idioten, alles Idioten. Außer Mama. So. Lass mich raten, noch ein Irrgarten. So schön zum Schluss. Nee, doch nicht. Okay. 2 Minuten, glaube ich. Oder ein bis 2 Minuten haben wir dadurch verloren. Was soll's. Sehr schön. Ein Teil mehr in unserer Sammlung. Sollen wir noch die Schätze ein, weil wir es können. Wir haben erst 2 Schriftrollen. Ach du Scheiße. Kommt mir vor, als hätten wir schon 5 von diesen Tempeln gemacht. So. Leuchtet hier noch irgendwas? Nö. Dann wollen wir mal wieder rausgehen. Wölfe unter den Toten. Die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Ja, Freunde, und ich würde sagen, damit beenden wir auch die Folge für heute. Ich schneide alles zusammen und dann release ich das Ganze. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge, denn ich nehme gleich die nächste auf, damit es nicht dazu kommt, dass eine Folge fehlt. Bis morgen, haut rein, euer Zero. Tschüss.